vorne jetzt die Balleroberung. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Es gibt den Elfer, völlig zu Recht. Er gibt den Elfer, aber keine Karte? Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Der Ball kommt. Das war knapp. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Wir schauen hin, der Pass war groß. Er hält sie hier weiter im Spiel. Mit dieser unglaublichen Parade, das war sensationell. Eriksen jetzt. Und Tor. Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Wie hast du Zlatan Ibrahimovic heute gesehen? Ganz toll, also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.